komm doch aber endlich raus. Du versteckst dich schon seit Stunden. Wo bist du? Hast du dich hier in deiner Pupsecke unter deinem Hochbett versteckt? Da kann man doch nicht so lange bleiben. Das ist gesundheitsschädlich. Oder bist du hier im Regal? Ach nee, dafür ist er viel zu groß. Die Fächer sind zu klein. Wo bist du? Hast du dich etwa im Schrank? Ich glaube, du bist im Schrank versteckt. Von Mama und Papa. Ja, jetzt habe ich dich. Da bist du. Oh nee, ist er nicht. Da sind nur irgendwelche Parfüms von Mama drin. Oh, und in der Badewanne ist er auch nicht. Mann, ist es hier dreckig. Wann wurde hier das letzte Mal gewischt? Papa, hallo, mein Schatz. Geh mal aus dem Weg. Was denn? Hat Julian sich hier versteckt? Du steckst doch mit ihm unter einer Decke. Nein, doch, sowas würde ich niemals machen. Oh, ich suche ihn schon ewig. Bestimmt schon 3 Tage. Oh, ich weiß es nicht. Wo ist er denn? Ich höre die ganze Zeit Emma. Ich bin schon seit ein paar Stunden hier drin und sie hat mich immer noch nicht gefunden. Zum Glück hat Papa den Pulli unter die Terrasse gepackt. Julian, komm jetzt endlich raus. Ich suche dich schon seit Stunden. Nein. Mäuschen, mach mal Piep. Emma, was ist denn los? Mama, ich suche schon die ganze Zeit Julian. Schon seit Stunden. Er ist nirgendwo zu finden. Wirklich? Wo kann er denn sein? Ich dachte, ihr wollt Verstecken spielen, aber wie er ist seit ein paar Stunden nicht da. Claudia, ist er jetzt... Sag mir bitte nicht, er ist draußen, ist schon dunkel. Also als er gegangen ist, da war es bestimmt noch hell. Und er ist schon die ganze Zeit weg und ich weiß nicht, wo er hingegangen ist. Martin, das klingt wirklich ernst. Julian, wo bist du? Er wird vermisst. Claudia, rufst du bitte die Polizei an? So geht das nicht. Oh, Julian, mein Junge, wo bist du denn? Ich dachte, ihr spielt nur Verstecken. Wir spielen auch nur Verstecken. Aber wenn ich jetzt Hilfe von der Polizei bekomme, dann finde ich Julian noch schneller und dann habe ich gewonnen. Guten Abend, Claudia Vogel hier. Ja, ich würde gerne Vermisstenanzeige für meinen Sohn aufgeben, Julian. Als letztes wurde er hier im Haus gesehen. Julian, wo bist du denn? Bitte komm raus, falls du hier irgendwo im Haus bist. Du bist ja schon seit Stunden weg. Bitte! War ja klar, Emma versucht sich jetzt Hilfe von Mama und Papa zu holen. Nee, ich verstecke mich weiter hier. Ach, Claudia, hier ist er auch nicht und das Garagentor ist auf. Oh nein, er ist bestimmt weg. Ja, bitte beeilen Sie sich, wir warten hier zu Hause. Also wenn jetzt wirklich die Polizei kommt und ihn sucht, dann muss ich ja nichts mehr machen. Da kann ich mich hier einfach ein bisschen hinsetzen und Peppa Wutz gucken. Also meine Tochter hat gesagt, sie hat ihn als letztes hier vor Stunden im Haus gesehen. Ja, kann es nicht sein, dass er noch hier im Haus irgendwo ist? Haben sie überall schon gesucht? Naja, selbstverständlich haben wir überall gesucht. Das ganze Haus wurde auf den Kopf gestellt. Oh, Julian, wo bist du nur? Mama vermisst dich. Also wir haben echt nichts zu tun hier im Playmobil City. Jetzt muss ich schon mein Versteckenspielen helfen. Unfassbar. Endlich, sie sind da. Also das Garagentor war auf und naja, vielleicht ist er auch abgehauen. Naja, oder vielleicht spielt er einfach nur Verstecken hier. Also bitte, ich würde doch jetzt nicht die Polizei anrufen, nur weil die Kinder hier Verstecken spielen. Der ist schon seit Stunden weg und das sieht ihm gar nicht ähnlich. Also seine Verstecke sind eigentlich nicht so gut, muss ich sagen. Aha, und was wäre, wenn ich Ihnen jetzt sage, ich habe ihn gefunden? Oh, das ist unfair. Hey, die Polizei darf nicht mitspielen. Emma, das gilt nicht. Oh, da ist er ja. Oh, Julian, wie bist du da reingekommen? Ich hab mir Sorgen gemacht. Oh, toll, super, vielen Dank. Jetzt habt ihr mein Versteck verraten. Hätte das Emma nie gefunden, hätte ich mir hier immer verstecken können. Super, danke. Vielen Dank an die Polizei. Ha, ich hab dich, Julian. Du hast verloren. Nö. Diese Runde zählt nicht. Und außerdem haben wir gesagt, wenn du mich nach 2 Stunden nicht findest, dann war's das. Damit das klar ist. Aber ich wollte dir mein Versteck nicht zeigen. Aber dank der Polizei weißt du es jetzt. Also Familie Vogel, ich bitte Sie vielleicht wirklich nur im Notfall anzurufen und nicht, wenn hier die Kinder Verstecken spielen. Also bitte, vielleicht suchen Sie beim nächsten Mal selber ein bisschen. Ja, gut. Ja, tut uns leid. Vielen Dank trotzdem. Unfassbar. Ich brauche einen neuen Job. Emma, nein, ich habe gesagt, das zählt nicht. Also und außerdem, dieses Versteck ist nur mein Versteck. Wenn Hannah später wiederkommt, darfst du ihr das nicht verraten. Ach, Martin, kann es sein, dass wir vielleicht ein bisschen übertrieben haben? Also ich jetzt gleich die Polizei zu rufen? Ja, ich glaube auch. Kinder, könnt ihr vielleicht ein bisschen Minecraft spielen gehen? Wir reden mal mit der Mama. Also ich glaube, wir haben hier total übertrieben heute. Nein, lass uns doch die Prinzessin spielen. Nein, ich hab gesagt, wir dürfen Minecraft spielen. Ich zeig dir eine neue Map. Oh, Julian, das ist nicht gruselig, nur weil das Halloween heißt. Toll, ein paar Kürbisse. Na gut, die Kürbisse sind gruselig. Ah, warum ist denn jetzt aus dem Spiel... Hä? Warte mal. Das ist ja eine Mail an Papa, glaube ich, oder? Oh, was steht da? Was steht denn da? Warte, ich versuche mal zu lesen. Also, wie soll ich es sagen? Ich vermisse dich. Was ist nur passiert, dass wir nicht mehr zusammen sind? Was? Wir waren doch früher unzertrennlich. Natürlich... Du hast jetzt Kinder und bist verheiratet. Aber trotzdem können wir doch zusammen sein. Das ist ja... Wie? Liebesbrief. Warte mal, was steht da denn? Ich hab dich so lieb. Ja, ja. Oh, nein. Du bist mir so wichtig. Oh, ich kann das nicht weiterlesen. Von wem ist das? Oh Mann, lass uns das nicht weiterlesen. Das ist ja eine Liebesmail an Papa, aber nicht von Mama. Aber vielleicht, Julian, ist das unsere zweite Mama. Nein, natürlich. Ja, wir haben nur eine Mama. Die Mama von dir oder so. Was?
Ja, das kann wirklich sein, Julian. Ich meine, außer den roten Haaren haben wir nichts gemeinsam. Ich glaube, es ist deine Mutter. Ach, Kinder, es tut mir wirklich leid. Und Papa auch. Also, das war wirklich ein großer Aufriss mit der Polizei. Es tut uns wirklich leid. Das war echt übertrieben. Kein Problem. Gut. Überhaupt nicht schlimm. Ist schon gut. Wir haben dich ganz lieb, Mama, ja. Ich hab dich lieb. Meine Mama. Auch meine Mama. Meine Mama. Ach, Kinder, ich hab euch auch Du kannst jetzt auch wieder gehen. Julian, warum sitzt er denn auf dem Laptop? Weil er so schön warm ist. Ja, dadurch wird alles hier so schön warm. Mama, du bist halt viel zu alt. Du verstehst das alles nicht. Das ist wieder Sitzheizung im Auto bei uns. Und mir war halt kalt. Tut mir leid. Okay, na dann. Ich bin mal wieder weg. Tschüss. Geht schön weiter. Oh Mann, das war richtig knapp. Oh, wir müssen mit Papa sprechen. Das darf so nicht weitergehen. Aha. Ja, ich wäre auch dafür. Papa soll mal sagen, wer jetzt wirklich deine Mutter ist. Er muss es doch wissen. Hallo, Papa. Ach, hallo, Kinder. Eure Mutter war wahrscheinlich schon bei euch. Also, es tut uns wirklich leid. Wir haben da ein bisschen übertrieben. Julian, und gutes Versteck. Papa, jetzt nicht. Wir haben was zu klären mit dir. Du musst uns mal was erklären. Also, wir waren gerade am Minecraft-Spielen und dann ist eine Mail gekommen. Guck dir das mal an. Und du bist mit deiner Mailadresse angemeldet. Hä? Was steht denn da, Julian? Das ist ja... Hab dich vermisst? Aber du bist einfach die liebste Person, die ich kenne. Bitte komm zurück zu mir. Kannst du nicht für einen Moment deinen Ehepartner vergessen? Bitte ruf mich an. Du hast doch meine Nummer. Deine S... Ich kenne diese Person nicht. Kinder, ich habe keine Ahnung, von wem diese Mail hier ist. Das ist... Ich denke doch jetzt nicht wirklich, dass ich mit einer anderen Frau eine Beziehung... Nein. Auf gar keinen Fall. Ach, Kinder, könnt ihr nicht den Laptop wieder mit nach oben nehmen und da Minecraft spielen? Papa und ich wollten gerade einen Film gucken. Was steht denn da? Ist die Mail an dich, Martin? Was? Hab dich vermisst? Kinder, geht mir eben ganz kurz nach oben. Ich muss mal ganz kurz mit Papa alleine reden. Ja, gut, ist ja okay. Sorry, Papa. Und Mama, ich bleib dann aber bitte hier. Ich möchte nicht zu der anderen Mama. Komm gar nicht in Frage. Der kann schön zu seiner Mama gehen. Der bleibt nicht hier. Nein, damit du mein Zimmer bestimmt bekommst. Auf gar keinen Fall, ich bleib hier. Und wenn ich Miete zahlen muss. Martin, kannst du mir das mal bitte erklären, was das gerade für eine E-Mail war? Ich hab dich vermisst, Ehepartner verlassen und so weiter. Was war das? Claudia, Schatz, das ist doch wahrscheinlich irgendeine Spam oder so. Ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nach Spam sieht das nicht aus. Ich glaube, die ist schon an dich gerichtet. Willst du mir vielleicht mal was sagen? Schatz, natürlich nicht. Also übertreib doch jetzt nicht. Warte mal. Ich scroll mal kurz nach oben, vielleicht sehen wir da was. Ja, super. Schatz, die ist an dich gerichtet. Guck doch mal, Hi Claudia steht hier oben. Oh, warum kriegst du denn eine Mail auf meine Mailadresse? Das verstehe ich jetzt nicht. Deine S, sagt dir das irgendwas? Moment mal, ist das vielleicht eine Mail von S? Sabrina, mit der habe ich mich vor Jahren gestritten. Vielleicht will sie sich versöhnen. Oh, Gott sei Dank, ich habe schon hier den Schock meines Lebens bekommen. Also, wenn das Sabrina ist, dann muss ich ihr auf jeden Fall antworten. Warum haben wir uns eigentlich damals gestritten? Ich glaube, wegen so einem komischen Kuchenrezept. Ich muss ihr antworten. Wir müssen uns versöhnen. Oh Mann, Glück gehabt. Also siehst du, die Mama ist meine Mama. Ich glaube das immer noch nicht. Ich glaube, da kommt vielleicht noch eine andere E-Mail rein. Mhm. Vielleicht eine Mail, dass du nicht von unserer Familie bist. Hä? Martin, ich schreibe dann direkt hier von deinem E-Mail-Account. Ich denke, sie hat meine E-Mail-Adresse überhaupt nicht. Ach, ich habe mir das total toll vorgestellt, dass sie sich mal meldet. Ich habe sie vermisst.